wünsche Ihnen im Namen des ganzen WebApp Airlay Teams eine schöne Einreise. Willkommen in Los Santos. Du willst wissen, was du jetzt machen sollst? Tja, da kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Hier entscheidest du, was du mit deinem Leben anfängst. Aber ich glaube, der alte Sack Eddie da drüben, der braucht schon immer Hilfe. Sprich doch mal mit ihm. Oh Gott. Okay, let's go. Freddy. Oh Mann, ey. Heute ist echt nicht mein Tag. Mein Motorrad ist schon wieder kaputt gegangen. Du hast nicht zufällig ein Autokit dabei, oder? Schade. Könntest du mir denn eins besorgen? Um dir ein Autokit herzustellen, musst du dir 6 Kohle, 2 Eisen und 1 Gold in der Mine abbauen. Ich hab sie dir auf deinem Navi markiert. Voll Fremdscham, aber ich spüre, dass sie sich dabei so Mühe gegeben haben, weißt du? Es ist zwar Fremdscham, so, man kann drüber lachen und so, aber schon gefühlt mehr gemacht als 90% von anderen Server. Das allein schon alles nachzusprechen und so, das macht sich ja keiner, die Daumen fand. Weil die meisten machen einfach den Einreiseskript rein und dann Importcache rein, hier Importautos, dann versuchen die damit sich dumm und dämlich zu verdienen. Ist das so missionsmäßig oder was? Alter, komm, lass das mal machen. Sollen wir was machen? Ich will mal gucken, was die sich hier so gemacht haben. Alter, ich bin erschrocken. Ich fahre da nur hin, um diese geile Stimme nochmal zu hören. Was glaube ich hier rein? Alter, was ist das denn für eine Kacke, Mann? Alter, voll gruselig. Ich sehe nichts. Ich schämme an irgendwas, aber ich sehe nichts. 2 Eisen. Es erinnert mich irgendwie an World of Warcraft Zeiten. Mit, kennt ihr den Beruf bei WoW, wo du Spitzhacke machst? Steck dein Eier. Samo, steck dein Eier. Ach, das ist du, Sohn. Motorrad für Samo? Ich verstehe. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, ich habe WoW, glaube ich, insgesamt gespielt 8-9 Monate. Ich hatte nach 8-9 Monate eine Spielzeit von, mein Main hatte eine Spielzeit von 40 Tagen, glaube ich, 42 Tagen. Und ich hatte noch einen zweiten Charakter, der hatte, glaube ich, 12-13 Tage und noch einen Charakter, der hatte so 5-6 Tage. WoW will ich, glaube ich, nicht nochmal spielen, ja. WoW ist einfach zu viel zeitintensiv. Wie nervig, weil das jetzt hier plötzlich so viele Leute auftauchen. Ach, komm mal, der, Mann. No skin. Danke dir für deine Hilfe. Guck mal auf dein Navi. Dort habe ich dir das Holzwerk markiert. Samo! Samo! Ich mach das erste Mal. Guck, das ist das genau, was ich meine, Bruder. Ich komme auf einen Server drauf und ich verschwende meine Zeit mit irgendeinem RP, was mir geboten wird. Keine Ahnung, ich soll da eine Holzmine machen, dies, das und so. Ich versuche mich anzupassen, aber es funktioniert nicht. Ich werde wieder gestört von irgendwelchen Söhnen. Und die werden halt auch wieder nicht gebannt, was ich nicht verstehe. Warum da Leute vor der Mine, 20 Leute vor der Mine sind und die einfach da bleiben können. Check ich wieder nicht. Das wird wieder komplett zerstört. Und ich fühle mich wie der größte Sohn, dass ich jetzt meine Zeit verschwendet habe, da irgendwas abzubauen. Ich fühle mich wie, als hätte ich meine Zeit weggeschmissen. Streamen ist nicht mehr das, was das immer war. YouTuber, es ist alles nicht mehr das, was das immer war. Früher wurde das gemacht aus Leidenschaft. Die Leute wollten einfach Videos hochladen und so weiter. Heute wird es meistens gemacht wegen Geld und so schnell aussorgen und sich verpissen nach Dubai wie Simon Desio, der Hurensohn. Das ist halt so, ne? Moment. Simon Desio, Twitch-Partner? Ne. Ja, ist ein Hurensohn. Er ist schlau? Ja, er ist schlau. Ich weiß nicht, was daran schlau sein soll, wenn du Zuschauer hinterlässt, die mit dir groß geworden bist, die sich komplett verarscht fühlen und die du komplett verraten hast. Ich weiß nicht, was mit dir ist. Dass du sowas als schlau betitelst, zeig mir einfach, dass du genau, wahrscheinlich genau so ein Sch*** bist. Fahre nun zum Hub in Paleto Bay. Geh zu einer Werkbank und stell dein Autokit her. Was ist das denn? Essen von Mutti. Was ein Schlauch. Hast du das Autokit jetzt fertig? Ach super, beeil dich bitte. Ich warte oben am Flughafen auf dich. Du hast doch jetzt das Autokit dabei, oder? Danke, danke, danke. Aber ich glaube, es ist Zeit, dieses Schrottmotorrad loszulassen. Wenn du willst, kannst du es haben. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß auf Vibelife. Und vielleicht sieht man sich ja nochmal. Ach, jetzt ist der Notschutz deaktiviert? Ah, fick doch deinen Arsch. Oder du wurdest vom Server geworfen. Heißt das Kicken oder heißt das Bannen? Ich habe das Gefühl, dass das Kicken ist. Kann ich eine Pistole abkaufen? Kommt drauf an, wie viel Geld du hast. 11.000 habe ich. 11.000 und ich gebe dir eine Waffe. Du verarschst mich doch, die ist niemals so viel wert. Doch, das ist eine MK2, die ist eigentlich echt viel wert auf dem Stand. 10.000 gebe ich dir, ja? Okay, ja. Samo! Die kicken ja. Einfach. Die kicken statt zu bannen. Wie Fremdscham. Gib mir mal bitte eine Pistole, Mann. Ja, Digga, ich kann dir nicht einfach eine geben ohne...
Die haben die Kicken einfach statt zu bannen, oder? Oh mein Gott. Und dann ist der Samo ist wieder schuld, wenn der Server voller Modder ist. Das System hat halt wieder komplett versagt. Das muss aber nicht sein, die sind alle, die kenne ich alle, die sind länger hier. Ja, aber hat für mich alles keinen Sinn hier. Kannst du den Server direkt auch in den Müll schmeißen? Hier. Das Einzige, was wir machen kannst, ist vordämmen. Ja, aber warte mal kurz, was denn, Mann? Die bannen hier nicht mal, die werfen die Leute raus, die werfen einfach Modder raus, statt zu bannen. Das sind voll die Lappen, Mann. Genauso schlecht wie jeder andere Server. Da bin ich jetzt schuld. Ja, da würde ich auch schießen. Mark? Ach du Scheiße, Lambo brennt. Egal, einen nehmen wir noch mit. Der Mark. Ach, Scheiße. Ach, Gottchen, Alter. Und dann bin ich jetzt wieder schuld, Bruder. Guck, ich hab wieder meine Zeit verschwendet. Halbe Stunde lang. Mit solchen Hurensöhnen, mit dem Scheiß-Server. Bruder, die haben nicht gebannt. Die haben einfach nur gekickt. Die haben Stream-Server einfach gekickt, statt zu bannen. Die waren halt wieder auch spielergeil. Die haben auch wieder Casino gespielt. Was war denn los? Warum habt ihr denn nicht die Leute gebannt, nur gekickt? Tatsächlich bannen wir die gerade. Das Ding ist, wir wollten da halt schnell erstmal die Leute wegkriegen und du kommst halt nicht hinterher mit dem Bann, das waren so viele. Wir haben die erstmal alle gekickt tatsächlich, aber wir bannen die gerade, alle, die jetzt da wieder rankommen. Also wir sind tatsächlich da fleißig dabei. Aber da die ganzen Leute gekickt wurden, die sind alle nochmal aufgetaucht. Nee, deswegen, die bannen wir jetzt auch alle. Das Ding ist, wir haben halt nicht schnell genug die Leute bannen können, weil es dauert halt länger, als sie zu kicken. Weil kicken können wir über Discord, bannen müssen wir halt über Tix Admin. Deswegen ist das halt einfach nur eine Zeitfrage gewesen, aber wir bannen die tatsächlich. Also da kannst du auf jeden Fall beruhigt sein. Ja? Also wir sind auf jeden Fall gerade dabei, also wir haben jetzt glaube ich schon 20, 30 Leute weggehauen gerade eben. Soll ich die aus dem Server raus? Kriegt das nicht hin? Dann passt. Ne, jetzt sind sie weg tatsächlich. Na, jetzt sind also kannst du gerne jetzt mal wieder versuchen, aber also hier in der Würfelpark ist jetzt ruhig tatsächlich, da ist jetzt keiner mehr. Nimm's mir nicht übel mit dem Vordem, aber irgendwann habe ich auch keine Geduld mehr, ne? Wenn ich halt verstehe ich vollkommen. Also nee, ich weiß schon, das nervt natürlich dann auch. Die ganzen Neulinge sind auf jeden Fall weg. Okay, ich versuche es, ja. Jo, ich wünsche dir auf jeden Fall nur viel Erfolg, wir haben das im Auge, ja. Man hat dich im Stream gehört, eventuell kommt das auf YouTube, bist du damit einverstanden? Ist mir egal, ist gut, kannst du gerne machen. Ja, aber man muss auch weiterspielen jetzt bei uns, ja? Ja, ich wenigstens eine zweite Chance geben, ja? Ich guck's mir jetzt nochmal an. Ach du Scheiße, Alter. Hey, kann ich das soll jetzt abkaufen? Komm, steig ein schnell. Wir fahren zu einer Bank, du gibst mir einfach 10k. Geh mal zum Bankautomat. Samu, ich wollte danke sagen, deine Mutter dass du der beste Streamer so, bist und dich jeden Tag unterhaltest. Ja, okay. Samu, du bist halt eine Leck. Ja, übertreib mir, sag nicht solche Sachen, du wollen. Guck mal, jetzt die Pistole. Ja, Geld zuerst, ne? Na, du kriegst von mir eine Uzi kostenlos. Oder so. Ich geb dir auch noch ein bisschen Munition. Stell dir mal eine Scheibe ab von deinen Kollegen, Alter. Willst du Raub machen? Oder was wollen die von mir, ja? Was für Rauber, mein Akkord, Mann. Ey, nimm den GT, der ist schneller, nimm den Mercedes. Steig ein, der ist schneller. Mercedes-Benz. Bruder, es ist irgendwie nicht mittig. Aber vielleicht ist das auch von dem Server einfach nicht richtig. Ja, jetzt haben wir's. Perfekt. Ah ja. Ja, da. Perfekt. Das ist das Größte, was ich brauche. Sabo Babo! Es brennt. Alter, das ist das beste Crosshair, was es gibt. Was habt ihr denn? Guck hier! Jetzt! Oh, Scheiße, Alter. Man sieht doch gar nichts damit. Ne, echt. Schade, dass es nicht noch dicker geht. Rift. Mach die Änderung und gib mir alles, was du hast, du alter Sohn. Ich hab nichts. Ich hab alles, was du hast, sonst stirbst du. Ich habe nichts. Ich gebe ihnen mein Leben darauf. Ich habe nichts. Alles hergeben. Oh Gott. Mach die Kasse auf. Bring mir die Kohle. Ja, ich gebe. Geld. Bibu. Maximum. Scheiße. Hier nehmen sie alles, bitte. Ich hab nichts bekommen, du Sohn. Ich hab nichts. Ey, gleich werde ich ungemütlich. Ich kann zu meiner Bank gehen und dann gucken, ja, okay? Ja, geh. Scheiße. Jetzt reicht es mir aber. Wissen Sie, mit welchem Muskel ich auf Bank zugreife? Halt die Fresse, du Sohn, her mit der Kohle. Nein, ich schwöre, ich weiß Muskel nicht. Schneller. Kann ich ihn überweisen? Ja. Ich zieh dann voll, ich weiß nicht, 174, schnell, du alter vertrocknete Pflaume. Aua, bitte, ich weiß nicht, wie geht, bitte. Was ist das denn? Das hier nicht funktionieren. Hä, man hat unendlich Munition? Bitte nicht rumballern, ich lade von meiner Frau. Ey, du Penner. Bitte, ich hab Frau und Kinder. Frau und Kinder? Ja. Yeah. Ja, mit der Kohle. Alles, was ich besitze, ist dieser Roller um 10.000 auf meine Konto. Ja, mit der Kohle. Ah, nein, bitte. Gib mir die Kohle. Dieser Automat funktioniert hier nicht. Jetzt sofort. Letzte Chance. Ich verwarne dich ein letztes Mal. Ich schieße dir den ganzen Lärm leer.
Dieser Automat, der funktioniert nicht. Ich geb dir nur noch zwei Magazine Zeit. Was soll ich tun? Was soll ich ihm beweisen? Besorgt mir diese Muni. Die Kohle. Die Mayonnaise gibt's auch nicht mehr für dich. Ich habe nur Geld auf meine Konto. Das muss bitte. Yeah. Bitte, es geht nicht. Bring mir die Kohle. Es geht nicht. Der ganze Laden wird jetzt leer gemacht. Oh Gott. Kohle. Ja. Yeah, es gibt auch keine Süßigkeit mehr für dich. Nicht mehr. Ich gucke, ob hier Shop geht. Du musst den alten Muskel drücken. Auf Automat? Ja. Ich versuch, du Sohn. Keine Brillen. Keine Kaugummis. Keine Zigaretten, ungesund. Okay, ich habe 9000 abgehoben. Sofort hergeben. Ja, ich weiß nicht, ich bin heute angereist. Halt die Fresse und her mit der Kohle. Ist ein Laden? Ich hab den leer geschossen. Ja, ich sehe, bitte. Ja, yeah, die Scheiben kannst du auch in den Arsch stecken. Warum ein Mann machen sowas? Ich verstehe nicht. Gibt's hier noch was? Keine Cola. Wasser gesünder. Wie heißen Sie, wenn ich fragen darf? Halt die Fresse, du Sohn, gib mir das Geld. Okay, ich gebe. Sind Sie Herr Jackson? Ja. Ist hier sonst noch jemanden, du? Nein, bitte tun Sie mir nicht, ich bin dummer kleiner Mann. Bitte. Schnauze halten. Meine Toastbrot. Das ist indische Toastbrot. Keine Früchte. Herr Jackson, ich hab... Halt die Fresse jetzt! Dann stirbst du. Ah, hört doch mal Zeit, als die Polizei auftaucht. Die ganze Bude ist leer geschossen. Da, ich hab's. Aha! Ah, da, ich hab dieses Fach hier vergessen. So, der Laden ist leer. Es ist das eine Zivil, wir werden jetzt zu Ihnen kommen, es wurde Schüsse gemeldet. Hallo. Ja, Herr Officer, hier der Mann hat mich einfach ausgeraubt. Ja, so. Er hat meine ganze Tankstelle leer geschossen. Was soll das denn? Mein Gott, ey, das kann doch nicht sein. Haben Sie einen Schein für mich, dass es Ihr Laden ist und so weiter und so fort? Natürlich habe ich einen Schein für euch. Hier, bitteschön. Kann ich einmal durchlesen. Wunderbar. Schau ich mir mal an. Ja, oh, okay. Können Sie mir die Schüsse erklären, wie die zustande gekommen sind? Das war der Mann da drinne, tatsächlich. Okay. Ja, genau. Ihren Personalausweis brauche ich noch ganz kurz. Natürlich, natürlich. Einen Moment kurz, ja? Genau. Ich hole die kurz. Sondern hör mir zu. Ich hab deine ganze Familie, okay? Was? Du wirst jetzt gestehen, dass du der Täter bist und dass du die Waffen aus dem Hinterraum einem Komplizen weitergegeben hast und der hier weggeflohen ist. Hast du mich verstanden? Ansonsten ist deine Frau heute Abend tot. Hast du mich verstanden? Okay, mach ich, aber bitte bring mich nicht um. Ja, ich hoffe für dich, ja? Ein falscher Ton und deine Frau ist schnippschnapp. Ja. Ja, ich sage Polizei, bitte tu Gudrun nichts. Ja. Gudrun ist sehr liebe Frau, sie mag Steine. Okay. So, Officer, ich hab meinen Ausweis. Herr Officer. Ja. Ich bin Täter. Ich hab meinen eigenen Laden zerschossen. Ich hasse Laden, bitte. Also, wie gesagt, das ist ein Laden von dem Herrn Samo Jackson, ne? Wenn ich es richtig weiß. Genau. Ist es sein Laden? Und Sie haben einen Laden. Das ist doch mein Laden. Okay. Ja, Sie wissen, Sie können eine Anzeige erstatten, eine Strafanzeige, die Sie können beim PD aufnehmen können. Da wird dann eine Strafanzeige gegen den guten Herrn. Er hat den ganzen Laden hier leer geschossen, wie Sie sehen. Okay, dann müsste ich einmal kurz mal hier für die Personalaufnahme, brauche ich einmal kurz den Personalausweis. Der Typ hat ganze Tankstelle zerschossen, laut Officer. Und er sagt einfach, da brauche ich erstmal den Personalausweis. Du wirst den Real Life Story verhaften, ich mach's den Personalausweis. Ich habe rumgeballert mit Uzi. Brrr. Ich gemacht. War sehr laut, mein Ohr tut weh. Haben Sie so eine Waffe bei sich gerade? Nein, ich habe weggeschmissen. Liegt hinten im Schmelzofen. Liegt hinten im Schmelzofen. Okay, alles klar. Putschi. Alles klar. Okay. Werden wir dann Detectives reinschicken einmal, damit die das alles sichern da drinnen. Die hol ich einmal her, einen Moment bitte. Nächstes Mal klaust du nicht meine Hand, hast du gehört? Ein Stück Scheiße, du. Alles gut. Nicht schlagen, das ist nicht gesund. Alles klar. Dann, Herr Jackson, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja. Nein, ich öffne ihn mal das oder wie auch immer, genau. Ups, sorry. Hallo, das ist mein Motorrad. Na, geht doch. So, dann noch einen schönen Tag, ja? Ah, ja, ich wünsche dir einen schönen. Der Mann ist zwar so ein Bob, aber der ist irgendwie sympathisch. Merkt er nicht, dass ich 0% RP-Stimmung habe gerade?
Weil wir Bock. Bentley, Bentley. Wollen Sie mein Auto haben? Hä? Guck mal, die werden nicht gebannt, ne? Obwohl die mich schon seit gefühlt halb Stunde metern. Dann erwarten die Leute, dass ich anständiges RP mache. Schau mal hier. Die Blauen bleiben. Die Streams aber für schön instant. Warum? Die haben doch auch gemetert. Nichts gegen die Jungs, die sind korrekt, die haben mir Waffe gegeben und da war. War ja so viel wert, leg auf RP. Und so einen fetten Stock im Arsch hat und den Samo jedes Mal kritisiert. Oh ja, der kein RP kann. Warum macht er dann trotzdem alle falsch? Einfach unendlich Munition war, voll krass. Ich will euch mal was sagen, ja. Ist euch eigentlich bewusst, wie krass es eigentlich ist, ein Spiel zu machen? Stellt euch mal vor, du musst es programmieren, dass du etwas hast, wo du draufklickst und da kommt ein Schuss abgefeuert. Und genau in dem Moment, wo es kommt, muss die Scheibe kaputt gehen. Das hört sich alles so simpel an, ne? Aber wenn man so drüber nachdenkt, ist es schon krass, was da alles umgesetzt wurde in einem Spiel. Ey, yo, Mann, krieg ich den Helikopter? Kann ich den Heli haben, vielleicht? Was? Eigentlich ungern. Komm, du kannst auch mitfliegen. Ich flieg dich dahin, wo du willst. Was willst du mit dem machen? Ich will ein bisschen rumflyen. Oder ich komm grad frisch aus Knast, ich weiß nicht. Ach, komm schon. Hast du Feinde oder so? Komm, zeig mir. Na, was heißt Feinde? Das PD, aber... Das PD, okay. Fahr da hin. Ich kümmere mich drum. Oh mein Gott, ja. Davon ist das PD sogar. Ich kümmere mich drum, ja? Kannst du nicht einfach schießen? Natürlich, weil ich eben Raub hatte. Die haben mich, mich identifizieren können, als der Täter war. Außerdem metern die mich ganze Zeit. Fahr dir mal hinterher, Alter, die Meterschlampen. Ja, Mann, fahr dir hinterher! Verfolgungsjagd, das PD wird jetzt gejagt! Die Meterschlampen! Ey, ehrlich, ich will da ungern mitmachen, so. Du machst ich ja mag nicht mehr, du fliegst nicht mehr. Nein, dir passiert nichts, Mann. Ich hab einen Grund. Ja, aber. Ich weiß nicht. Ja, gut. Warum ich jetzt tot? Hallo, kann ich revive werden? Warum bin ich überhaupt tot? Warum bin ich überhaupt gestorben? Verstehe ich nicht. Wenn du willst, kannst du einen Heli haben, aber ich flieg einfach mal mit, weil ich brauch den noch. Okay, ich zeig dir jetzt mal, wie man fliegt. Guck mal, jetzt ein Profi zu. Zack, nach rechts, zack, nach oben, ab nach oben, grinding nach links, hier rein, dazwischen, hier da drüber, knapp, damit es spannend wird. Da schaust du, wa? Hier durch die Lücke, Abkürzung, du weißt Bescheid. Zack, nach rechts. Ey. Ja, aber dafür habe ich keine Schuld. Ach, Bruder. Ich finde es echt bewunderlich, dass ich überhaupt hier irgendwie doch irgendwas hinbekomme. Obwohl das Server gefühlt full ist mit Modern. Ich habe jetzt darüber nachgedacht, über das Wort Importbevorzugung. Also das ist ja ein erfundenes Wort, ne? Das gibt's ja gar nicht. Habe ich erfunden so. Ich habe mir gedacht, wie lustig das eigentlich ist, Importbevorzugung. Ich habe keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin. So. Ist euch aufgefallen, dass ich jeden Monat gefühlt mit neuen Sachen komme? Erst war es Pepperoni abschlubbern, danach da war es der Schwanzschwan, danach kam das Flöten, danach kam irgendwann die Importbevorzugung. Was gab's noch? Da kamen irgendwie immer neue Sachen. Keine Ahnung wo. Für mich Auto oder was? Alter, wie liebevoll, danke euch. Was meinst du? Achso. Es gab noch andere Wörter vor eurer Zeit, vor der GTA-Zeit, die ich benutzt habe. Vernascht habe ich auch für ein Wort, das ich sehr lange benutzt habe. Das Emote Vernascht kennt ihr, ne? Das Emote Vernascht ist ja in der Anfangsphase von Streaming bei mir entstanden, ne? Vor 2 Jahren ungefähr. Damals habe ich auch andere Begriffe benutzt. Ach stimmt, Honig ich muss Maul spielen gab es auch. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt, gab es auch eine Weile. Da gab es schon viel Scheiß, Mann. Das ist nicht aufgefallen, dass ich da wird der Hund in der Pfanne verrückt nach dieser Zeit nie wieder gesagt habe. Ich finde, das ist auch gut so, dass man Wörter nicht ausschlachtet. Kennt das heutzutage teilweise, wenn irgendjemand ein Wort so sagt, so, keine Ahnung. Und das sagen die Leute 10 Jahre lang, das Wort ist dann so richtig ausgeschlachtet. Bordschein geküsst, sage ich immerhin. Immer wieder. Umgebracht, Zone. Warum werden die Leute eigentlich nicht gebannt? Wegen Metagaming. Kann ich das mal erklären? Die sind mich seit halbe Stunde schon am Metern. Warum kriegen die eigentlich keine Bands? Ist ja ultra Fremdscham, ja. Die Metern mich seit halbe Stunde, Bruder. Ja, ist legit, du kleiner Sohn. Laber keine Scheiße, du kleiner Digga, verpiss dich doch einfach, wenn du Unruhe stiftest. Du kleiner Sohn. Was laberst du, kleiner Sohn? Ihr seid ganz an meinen Eiern. Ich hab euch schon 10 Mal gesehen in den letzten 10 Minuten, du kleiner Sohn. Du Meterschanz. Du kleine Nutte! Soll ich mal die Aufnahme rausholen, wie du kleine Hurensohn schon mich 10 Mal gemeldet hast, du kleine Nutte! Amunakotum und Hurensohn, erzählt mir was von Aufnahmen, ja, kleiner Hurensohn. Hallo? Hört ihr mich? Nee, ja. Bruder, also ich hab viel von ihm gehört.
Ja, was denn, Bruder? Die sind am Metern, verdammt! Bann die doch mal! Was ist das für eine Scheiße? Okay, Support, doch, Auseinandernahme. Auseinandernahme. Wir werden jetzt eine Support-Besprechung machen. Die werden jetzt gebannt oder der Serverruf ist flöten. Wir regeln es auf die andere, altbekannte Methode. Dann wollen wir mal. Ja, nee, kurz, ich denke, es ist aber klar, wieso der Warn kam, oder? Alter, Till, willst du mich eigentlich verarschen? Warum bannst du diese Blown-Night nicht? Nicht wegen Metagaming? Haben sie ja, tatsächlich. Was haben sie? Einen Warn bekommen. Alter, was für Warn? Wir haben den 100-mal Papers geschickt, tatsächlich. Die machen so ganze Zeit, schon seit 20, 30 Minuten. Ja, naja, gut, aber du fährst den auch hinterher ein bisschen, ne? Ich fahre ihn hinterher? Na, teilweise schon, ja. Das ist ja eine Fraktion, ne? Das sind ja verschiedene blaue Autos, sind ja nicht immer die gleichen. Ja gut, dann machen wir weiter mit den Aufnahmen, ja? Du guckst ihm jetzt zu. Ich hole alle Aufnahmen. Ja, ich guck dir zu. Man hört sich im Stream eventuell auf YouTube, bist du einverstanden, ja? Ja, bin ich. So. Okay, dann machen wir es so. Die Aufnahmen werden rausgepackt. Let's go. Jede einzelne Situation werde ich jetzt zeigen. Ja, wie gesagt, also ich bin ja alles die ganze Zeit cool, da. Alles cool, wir bleiben sachlich. Ich zeig dir einfach alles, dann ist ja cool. Wenn du danach nicht spannst, alles cool. Ist dein Brot. Kannst den Pell viele Grüße sagen, dann spätestens wenn es auf YouTube ist, gibt es auf den Server Modding Action von allerfeinsten, weil die Leute. Kann auch sein, dass ich mich irre, wie gesagt, ja, ne? Wenn du mir jetzt zeigst und ich sehe das, dann ist gut, dann bann ich den logischerweise auch weg. Alles cool. Ich werde dir das zeigen, ganz sachlich, ohne Beleidigung, gar nichts. Ich will dann von dir hören, was du dazu sagst. Wenn du es verstehst und so weiter, dies, das, alles cool, ich habe nichts gesagt. Ne? Ich bleibe immer am Anfang, was Leute immer falsch verstehen, ich bin nie am Anfang direkt mehr, ich beleidige nicht am Anfang. Ich bleibe erstmal sachlich. Nee, habe ich schon gesehen, alles gut. Nee, davor, ich merke, ich rede gegen eine Wand und es hat keinen Sinn zu diskutieren, dann lasse ich die Leute auch nicht mehr ausreden, dann schreie ich dir an und dann beleidige ich auch nur noch die Mütter. Das ist das, was die Leute nicht verstehen. So, ich komme drauf, jetzt fängt's an, jetzt schauen wir mal. Also ich finde es erstmal fragwürdig, dass er an der Stelle, wo ich rausgequittet bin, schon wartet. Ja, hast du recht, wir kennen ihn. Das finde ich schon ein bisschen komisch, dass er schon in dieser Stelle ist quasi. Ja, hast du recht. Ich wollte ihm eine Waffe abkaufen und der hat mich dann dementsprechend in die Bank gefahren. Jetzt kommt ein anderer Kollege, was ich auch wieder komisch finde, dass die direkt wissen, wo wir hinfahren und so weiter. Weil vorher keiner ersichtlich war. Verstehst du, worauf ich hinaus will, dass der andere auch direkt dazu kommt. Und mir auch direkt eine Uzi geben will. Na, du kriegst von mir eine Uzi kostenlos. Okay, hast recht, nee, das ist okay. Also, wollen wir eine Uzi geben und woher weißt du, ob das ja, sowas gibt's nicht umsonst. Natürlich nicht. Wofür weißt du überhaupt, dass ich eine Waffe brauche? Wie ist das? Komisch, okay. Und das sind noch so die kleinen Stellen. Da war noch gar nicht von mir das Meta-Ding da. Das Meta-Ding kommt erst relativ. Ah, hier. Schau mal jetzt. Schau mal jetzt. Jetzt sind es drei, nachdem ich die Streitreise machen wollte. Jetzt ist noch ein dritter dazu gekommen. Willst du Raub machen? Oder was wollen die von mir, ja? Was für Rauber, mein Akkorde, Mann. Na, das Gespräch habe ich tatsächlich leider gar nicht komplett mitgekriegt, aber okay, nee, also das ist auf jeden Fall auffällig. Kommt da gar nicht der Schnelle. Da gar nicht der Schnelle, keine Ahnung. Ich meine, ich wollte hier fahren und habe gemerkt, dass der Cock lecker im Auto sitzt und ich hatte keinen Bock auf die, dann bin ich halt wieder ausgestiegen. Es ist irgendwie nicht mittig. Aber vielleicht ist das auch von dem Server einfach nicht richtig. Ja, mein Bester. Jetzt hören wir mal zu. Guck mal, er macht. Ja, das hab ich. Er macht ja, Bester. Nee, stimmt schon. Ja, ich schon sage im Stream mittig, woher soll er das wissen? Er sagt mir slash cross. Also, das ist schon mal sowieso ein 100%iger Beweis. Ich wollte da noch eine Theorie machen, um das anders zu beweisen. Er hat ja gesehen, wie ich da reingefahren bin. Er hätte rein theoretisch gar nicht von der anderen Seite kommen können. Dafür hätte er wissen müssen, wo ich genau bin. Aber seinen slash cross hat ja schon bestätigt, dass er im Stream gewesen sein muss. Ja, das ist der erste und es geht weiter. Der ist schon weg. Damit du nachvollziehen kannst, warum irgendwann ich angefangen habe, die ganze Zeit zu erdämmen und die ganze Zeit auf dem Boden zu. Weil es für mich einfach nicht in Ordnung geht, dass solche Leute weiterhin auf dem Server bleiben, wenn die so die ganze Zeit sowas machen. Ja, richtig. Okay, der ist auf jeden Fall schon mal weg. Achso, da sind sogar zwei drin. Ja, die beiden, die da sind jetzt auf jeden Fall schon beide weg. Achso, bei den Pedile, was machen die eigentlich da? Ach, keine Ahnung, Alter. So, da bin ich weggefahren. Jetzt! Ach, Scheiße, Alter. Schau dir mal wieder, wie er hinterherkommt, der eben in eine andere Richtung gefahren ist. Jetzt reicht es mir aber. Ja, genau, ja, der. Das war wieder ein anderer. Das war schon der dritte, genau. Was haben die denn überhaupt für Bans bekommen? In zwei Wochen. Zwei Wochen. Das sind halt lange, also das sind die Spieler, die haben bei uns Spielzeit von 22 Tagen und länger. Das sind halt nicht mal Neulinge, leider, ist das Ding, ja. Ja, ich verstehe schon, aber so krasse Metagaming-Pimmel, die so hardcore gemetert haben über fast eine Stunde lang, durchgehend, weiß ich jetzt nicht. Eigentlich, meiner Meinung nach, Perma würde ich, aber ihr habt halt nicht so viel Spieler, deswegen müsst ihr da ein bisschen wahrscheinlich. Ja, das sind halt vor allem auch Spieler, die halt teilweise doch hier Unterstützer sind und sowas, ne? Ach so, wie meinst du Unterstützer? Hier, Discord-Supporter, Discord-Unterstützer zum Beispiel, ja. Also Nitro etc. Ah, ich verstehe. Ja, oder halt tatsächlich ja auch über Tabex halt, ne? Ja, klar, du. Nachvollziehbar auf jeden Fall, verstehe ich. Aber du kriegst dadurch IC keine Vorteile. Ja doch, bisschen schon, weil die halt nur zwei Wochen bekommen haben. Man hört sich im Stream eventuell viel, bist du einverstanden?
Ja, alles gut. Ja, okay, lass uns da jetzt nicht abschweifen. Lass uns die Situation, wo wir dran waren, einfach weiter gucken. Also die drei sind auf jeden Fall gebannt. Hier hinten ist einer am Block, ist das der von eben? Ja, blaues Auto, das ist der gleiche. Hier ist noch einer, schau. Okay. Hier ist auch einer und da ist auch einer. Zwei blaue Autos. Aber jetzt nicht wissen, wer das ist, aber da gibt's aber auf jeden Fall noch mehr. Ne, stimmt, ne, dann. Oder schau doch mal, Bruder, der ist ja hier, ne? Hm. Es macht doch ja keinen Sinn, dass er jetzt nach hier fährt. Wenn er so gelenkt ist, dann hätte er entweder nach rechts oder was weiß ich. Aber guck mal, der kommt ja schon rückwärts. Einmal Bock. Bentley, Bentley. Wollen Sie mein Auto haben? Ich glaube, das sind. Ja, die habe ich ja gerade eben schon gewandt. Das sind die gleichen wieder. Schau ich mal auf. Wenn das jetzt hier schau noch mal, mehr wird. Wie oft die das gemacht haben, Bruder? Zwei Wochen? Also, ich meine, wie oft. Irgendwann reicht es doch mal. Wie oft haben die das jetzt gemacht? Da stimmt schon, das ist schon. Also, das ist jetzt irgendwie immer mehr. So, dann war ich hier. Bruder, jetzt nimmst du mir nicht übel und so, aber ich finde es halt auch wieder voll komisch, dass genau da, wo ich in der Brücke oben war, 10 Minuten lang, dass da drunter wieder irgendwelche Leute Autos reparieren. Mhm. Das finde ich auch wieder sehr sus. Irgendwelche Autos oder merkwürdig. Alter, weißt du, ich meine? Nee, verstehe ich schon, ja klar. Ja, das ist schon merkwürdig dann, ja. Ja, da kamen die wieder, ne? Ja, da kamen die wieder. Du kannst mir ja nicht sagen, dass das alles immer ganz ein Zufall ist. So, verstehe ich nicht. Guck mal, und das, Nee, das ist es nicht, da hast du schon recht, ne? Schau mal, er kommt jetzt hier und. Er hält auch hier. Genau, wo ich, an den. Das sag ich immer. Er hält auch da. Und dann kommt der nächste auch dazu. Guck mal, was er macht. In der Stelle, wo ich bin, nee, stimmt schon, ja. Macht der einen Wender. Warum? Ich bin einfach nur ein Random, der vorbei will. Macht doch keinen Sinn. Nee, stimmt. Also das ist dann noch auf jeden Fall länger gerechnet. Und dass der andere dann auch dazu kommt, oder? Also, wenn ihr durch die Stadt fahren, ich weiß nicht, Bruder, dann fahren ihr zusammen oder komplett unterschiedliche Strecken. Aber dass der eine kommt, dann der andere zwei Minuten später oder eine Minute später auch hinterher kommt. Hier, keine Ahnung, wie du siehst, finde ich halt wieder absolut komisch. Ja, man muss auch verstehen, warum ich auf dem Boden die ganze Zeit rede und so und dann diese Aussagen höre. Ist ja ultra Fremdscham, ja. Ist leider halt echt ein scheiß Server, wenn ich das. Es tut mir leid, da muss ich halt auch in meiner Position, nachdem ich 40 Minuten weggemeldet wurde und dagegen nichts unternommen wurde, dann sage ich halt auch mal scheiß Server. Das ist auch dann auch nicht böse gemeint, aber das sage ich dann in der Situation. Na, der Warn kam halt durch die persönliche Beleidigung halt gegen die Leute dann, ne? Ja, klar, aber du musst mich auch verstehen, halt ich werde weggemeldet, dagegen wird nichts unternommen, dann kriege ich auch noch direkt instant einen Warn wegen auf dem Boden reden, dies, das. Und gegen diese Leute, die mich tot zu Tode metern, wird nichts unternommen. Ne, ich verstehe schon, ja klar. So, ja gut. Ich such die gerade nochmal kurz alle raus. Und dann noch so, solche Aussagen zu hören. Ja, piss dich doch einfach, wenn du Unruhe stiftest. Du kleiner Sch**, aber ehrlich. Was labert? Er sagt zu mir Unruhe stiftet, Bro. Also er sagt zu mir Unruhe stiftet. Und die haben mit ihrer ganzen Fraktion mindestens, ich weiß nicht, wie viel gezählt haben. Ich glaube, wenn man die mit Würfelpack mit einberechnet und hier, ich weiß nicht, es waren über 5 Leute von der Fraktion. Wie viele sind online von denen? Ich denke, keine 10. Also gefühlt 60 Prozent. Ja, das sind schon fast alle von denen. Ja. 60, 70 oder vielleicht sogar 80, 90 Prozent von denen sind mich am Metern. Und er sagt jetzt, hat er auch noch die Dreistigkeit zu mir zu sagen, dass ich Unruhe stifte und ich den Server verlassen soll. Guck, die schreiben, wir haben dich gerade gesucht. Die haben mich anscheinend gesucht und die haben mich instant gefunden, zu zweit. Wenn man sucht, dann teilt man sich doch auf, oder nicht? Damit man das schneller findet und man fährt nicht zusammen rum. Ja, das ist schon, ja, die haben es schon drauf angelegt, auf jeden Fall. Das merkt man schon. Hallo? Hört ihr mich? Nee, ja. Bruder, also ich habe viel von ihm gehört. Hallo? Hört ihr mich? Also, ich meine, die Reaktion von denen, glaube ich, sagt schon alles, oder? Ja, ich gehe die ganze Liste gerade einmal durch und bann die nochmal. Spreche ich jetzt auch andere Strafen auf jeden Fall aus. Guck mal, du bist korrekt. Ich weiß, es ist Routine bei den Airplay-Servern, dass sie halt ein bisschen auf die Spiele achten müssen. Es ist halt auch so, dass das System so ist, dass es Spiele auch, die länger auf dem Server sind, halt auch ein bisschen bevorzugt werden. Ich verstehe es, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Sagen wir es mal so. Würde ich nicht so machen, aber ich kann es verstehen. Und Leute, die ein bisschen unterstützen, würde ich auch nicht so machen, aber ich kann es nicht verstehen, aber ist okay. Aber du musst auch mich verstehen, dass wenn ich auf den Server komme und ich zu Tode gemetert werde, ich meine, ich habe ja relativ viel Toleranz gezeigt. Ich habe ja am Anfang der Uzi-Laden mit dem Uzi, dies, das war alles ja noch im angenehmen Bereich, so. Weil ich habe ja eine Uzi bekommen, ich dachte, komm, scheiß drauf. Aber dann hatte ich ja die Zeitreise, weil da jemand was rassistisch gesagt hat und dann, dass er dann, dann 4-5 Leute auf mich einreden, lass Raub machen. Oder das nervt schon. Das ist, ja, es nervt, aber es ist halt auch so, die RP-Stimmung ist komplett am Arsch. Ich meine, es ist dann gar nicht, es hat ja gar nichts mehr mit einer Rolle zu tun. Es ist ja alles OOC, komplett alles ist OOC, weil die wahrscheinlich OOC mich kennen und mit mir Raub machen wollen. Ich habe früher auch RP gezockt. Bruder, die Leute haben mich auf der Straße angespuckt. Die haben mir nichts gegeben, gar nichts. Ich habe gesagt, Bruder, krieg ich $10 für S? Die haben gesagt, verpiss dich, du Sohn. Und jetzt kommen die zu mir, ich will mit denen Raub machen. So, dann kann man von mir nicht erwarten, dass ich noch in einer RP-Rolle bleibe und RP mache. Und das ist auch das Ding, was viele nicht versteht hat. Ist es auch meistens so, dass das eskaliert? Der ganze Server, ich bin ganz noch am Gambo machen, rumschießen, dies, das. Und es ist gar kein RP vorhanden und so weiter. Es ist so, einen Streamer auf den Server zu lassen, ist potenziell, was viele Projektleiter denken, ist
es ist was Geiles, wow, Aufmerksamkeit bekommen wir, es kommt vielleicht auf YouTube, unser Server wird bekannter, bla bla bla. Aber vergiss nicht, Spider-Mans Onkel hat einmal gesagt, aus großer Kraft erfolgt große Verantwortung. Und das Ding ist, wenn du es nicht schaffst, das zu kontrollieren, dann bist du gefickt. Und das kriegen die meisten nicht hin. Die denken, das kriegen wir locker hin und wir können mal ein paar geile Spiele abschlubbern. Aber so läuft es meistens nicht. Die sind der Sache nicht gewachsen. Modding ist das, was hinterherkommt und so weiter. Willst du mir ernsthaft erzählen, dass Tiefi hat auch letztes Mal Airpack gezogen, vor 2 Jahren oder habe ich mal gesehen. Willst du mir ernsthaft erzählen, dass wenn Tiefi auf dem Server ist, dass die Server nicht da tagtäglich, keine Ahnung, bei einem Tiefi, der 20, 30.000 Leute hat, die dem zuschauen. Ich will ja gar nicht wissen, wie viele Modversuche auf dem Server gewagt werden. Bestimmt Tausende. Weißt du, ich meine? Ja, das ist schon, leider ein Problem. Das sind diese Gefahren, der du dich, diese Gefahren sind sehr riskant. Willst du diese Gefahr annehmen und vielleicht es richtig machen und alles bannen, dies, das, vielleicht eine Whitelist reinklatschen, Server zu machen, das machen, dies machen, bla bla bla, alles richtig machen, dann hast du es geschafft, dann kriegst du deine Spieler, die guten Spieler kommen und der Rest bleibt draußen. Aber die anderen machen es komplett falsch, die lassen die alles offen, die bannen nicht gut, die machen das nicht, dies, und der Server komplett in den Arsch gefickt und dann suchen die den Fehler beim Streamer. Aber ich habe nicht ein einziges Mal diesen Fehler gehabt, weil ihr seid dafür verantwortlich, wenn ihr mich auf den Server lässt. Sagt ihr, ich bin dafür gewachsen, dann lasst mich auf den Server. Aber ihr könnt mir nicht erzählen, dass wenn ich auf den 5-5-Server komme, dass ihr nicht instant Bescheid wusstet. Weil irgendein in seinem Chat ist immer eine Snitch, der einfach direkt zu dem Server geht und sagt, Samus auf dem Server, der macht nur Scheiße, button die direkt weg. Das ist ein Risiko, einen Streamer drauf zu machen. Traust du dich das? Sagst du, ich bin Ding gewachsen? Dann mach es. Wenn du der Ding nicht gewachsen bist, guck mal, wie du es richtig machen müsstest bei mir. Und wie es auch menschlich auch korrekt ist. Ich komme auf den Server, du hast 2 Optionen. Option 1, du lässt mich auf den Server und du nimmst die Herausforderung an und versuchst das alles zu klären für mich. Dann kommst du auch nicht zu mir und heulst mich rum, nachdem du dich ein paar Stunden auf den Server gezockt lassen hast. Option 1 ist das und da hast du keine Berechtigung zu mir zu kommen, um dich bei mir zu beschweren und mir die Schuld dafür zu geben. Ist die Option 2, du sagst, kriegen wir nicht hin, das wird alles ein Chaos sein, dies, das. Dann bannst du mich mit dem Grund, komm in den Support, musst dir kurz was sagen, kommst in den Support, sagst du, Samu, alles cool und so, ich hab nichts gegen dich und so weiter, aber wir sind der Sache nicht gewachsen und so weiter. Du sagst mir das in einem korrekten Ton, die Sache ist gegessen. Ich sage nichts. Ich würde niemals sagen, Scheiß Server, Dreck Server, dies Server. Du musst mir einfach nur sagen, ich bin der Sache nicht gewachsen, wir kriegen es nicht hin, das ist zu viel Gefahr, Modding, Stream Server, dies, das. Ich will der Letzte, der was machen. Aber warum hat es noch nie jemand gemacht? Die Leute bannen mich einfach, Trolling, oder die bannen mich Discord einfach, ohne mit mir zu schnacken, oder ich mache ein Whitelist-Gespräch, die schnacken mit mir 10 Minuten, verschwende meine Zeit, danach verpissen sie sich aus dem Support und bannen mich aus der Ferne, wie eine kleine hinterhältige Fresse. Komm doch zu mir und sag's mir einfach korrekt in mein Gesicht, ich verstehe das, in einem korrekten Ton. Ist alles cool. Hier mit diesem Infinity-Kack-Server zum Beispiel. Natürlich beleidige ich euch zum Beispiel als Söhne. Ihr bannt mich hinter in einem Support, weil ihr keine Eier habt. Supporter, die keine Eier in der Hose hat. Und dann kommt der Projektleiter auch noch in meinen Chat und schreibt wie eine kleine Fotze. Hahaha, musste lachen, als ich gesehen habe, du wolltest auf den Server. Willst ja, das geht natürlich da nicht. Erwartest du von mir Respekt? Du verdienst dann keinen Respekt, weil du ein Sohn bist. Ganz einfache Sache. Dann bist du ein Sohn. Hättest du im Support einfach zu mir wie ein Mann gekommen? Du bist halt kein Mann. Du kommst zu mir in Support wie ein Mann. Sagst, so, alles cool, kein böses Ding, dies, das, bla, bla, bla. Und das Einzige, was dieser hatte, war wieder, du kannst kein RP, das ist das Einzige, was hat. Ah, und ich bin beleidigt bei Leuten, die keinen Respekt verdienen. Solche Leute verdienen keinen Respekt, solche Leute gehören einfach beleidigt. Wann habe ich zuletzt einen Leuten, jemand beleidigt, der zu mir korrekt? Ich beleidige die Leute, die zu mir korrekt sind. Er bannt mich aus der Ferne, danach kommt in meinen Chat rein, macht sich darüber lustig, der geilt sich auf den Bann drauf auf, so, ist doch gut so. Was ist denn dein Ziel? Bist du so geil auf Aufmerksamkeit oder was ist dein Ziel? Richtig Fremdscham. Ja, das ist das Ding, ja. Einfach bannen, Trolling und dann halt so hoffen, dass das halt untergeht. Nee, das ist halt Kacke, ne? Und das wollen wir jetzt natürlich auch nicht, ne? Ja, oder die Leute behaupten so, ich wäre respektlos zu Leuten, ich könnte kein RP. Die Leute checken gar nicht die Situation. Warum bin ich ja respektlos? Gehe ich in einen Support, sage direkt, du bist ein Sohn? Habe ich das jemals gemacht? Nee, also du bist ja auch recht glücklich hergekommen. Ich höre erstmal sehr, sehr viele Sachen, die... Hat das nicht alles einen Grund? Ich will euch mal fragen, wenn auf der Straße jemand euch Geld klaut, würdet ihr zu denen nicht sagen, der euch Unrecht tut, kann man jetzt vielleicht nicht so, das ist nicht eins, das ist das gleich, aber wenn auf dem Server... Ja, aber es vergleicht auf jeden Fall. Die wird Unrecht getan, da beleidige ich. Es gibt immer etwas, was davor erstmal passieren muss, bevor es so weit kommt. Ich mache es. Ja, man hat es ja gerade eben auch gesehen, ne? Bei dir ganz genau das Gleiche, obwohl du am Anfang ja so Ding warst zu mir. Alter, du hättest mein Gesichtsausdruck im Stream sehen müssen. Jeder hat es, glaube ich, gewusst, dass ich so kurz davor war,
keine Ahnung, dich zu beleidigen vielleicht. Das heißt, was, glaube ich, auch in der Situation vielleicht berechtigt wäre, weil du konntest zwar dafür nichts, aber was man aus meiner Sicht verstehen müsste, weil ich ja quasi den Warm bekomme, obwohl ich gerade weggemietet werde und so weiter. Aber ich habe dich dennoch nicht beleidigt. Ich habe mich trotzdem zusammengezügelt und habe versucht, mit dir normal zu reden. Weißt du, ich meine? Nee, so ist ja auch richtig so. Nee, ich verstehe das schon, den Gedankengang auf jeden Fall. Ich glaube, man hätte es auch verstehen können, hätte ich dich beleidigt. Es wäre zwar nicht zurecht gewesen, aber man hätte es aus meiner Sicht verstehen können, wenn ich das alles erlebt hätte. Weißt du, ich meine? Ja, ich weiß auch, ich bin halt so ehrlich, ich war jetzt auch nicht die ganze Zeit im Stream und habe auch nicht die ganze Zeit alles jetzt gesehen. Ist halt schon heftiger gewesen, als ich das erwartet habe, bin ich jetzt ehrlich. Also war ich ein bisschen überrascht, dass das da wirklich so, also so massiv jetzt gerade eben war. Ich habe es jetzt auch zu dir gezeigt, weil ich gebe jedem eine Chance. Ich gucke sie mit dir sachlich durch. Dann habe ich aber manchmal solche Hampelmänner, die sich blöd stellen und dann so tun, als wäre das keine, die versuchen das immer gut zu reden. Nur weil ich da wieder irgendwelche Leute bevorzugt. Das kennt ihr wahrscheinlich auch, dass sie das so ein bisschen runterspielen und sagen, ja, das war dann. Aber du hast bei gefühlt jeder Situation das Metagame klar und deutlich erkannt. Ich weiß jetzt nicht, ob du es gemacht hast, weil du es ernst gemeint hast oder aus anderen Gründen, aber ich glaube an die Ehrlichkeit. Nee, es ist ja, man sieht es ja, man, es war ja, also man hat es ja nicht übersehen können. Ja, und dann kann ich dir auch nicht böse sein, dann kann ich dich auch nicht beleidigen. Ich meine, du gibst es selber ins dazu, du bist direkt auf meiner Seite, du bist nicht dumm, ich rede nicht gegen eine Wand, dann brauche ich auch nicht zu beleidigen. Du sagst sogar selber, dass das Leute sind, die kein Unterstützer sind, du sagst nicht so, sowas wie, du versuchst das dich irgendwie umzugehen und du sagst direkt einen Grund so zu mir, oder sollen kann ich dann auch nicht beleidigen. Ne, es sind halt einfach Leute, die halt wirklich, also teilweise 23 Tage Spielzeit, teilweise sogar noch länger. Ich kann diesen Aspekt mit dem Länge verstehen. Ich gucke grundsätzlich bei einem Zuschauer, ich drücke immer auf seine Chat drauf, so, wenn ich sehe. Dann drücke ich auf deinen Chat und dann gucke ich nach, wie viele Nachrichten hat der, ne? Und ich gucke auf die Followerzeit, seit wann ist er da? Und ich gucke auf seine Nachrichten, wie viel hat der insgesamt? Und dann gucke ich auf seine Timeout und Sperren. Und bei mir ist das Schlaggebende, ob ich mit einer Person noch was zu tun haben will, beziehungsweise ob ich ihn noch als Zuschauer behalten will, die Sperren und die Timeouts. Und die im Verhältnis zu den Nachrichten. Und das mit dem Follower und so, darauf achte ich nicht, seit wann der Follower ist. Follower ist das gleiche wie bei dir, die Spielzeit, ne? Es macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt einen habe, der followt mich seit letztes Jahr Oktober, aber ich sehe, der hat 500 Nachrichten und er hat schon 10 Timeouts. Und ich habe einen, der followt mich seit, keine Ahnung, einer Woche, hat auch 500 Nachrichten, kein Timeout. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ne, ist schon klar, ne. Da ist der Neuere natürlich dementsprechend für mich Mehrwert, weil er sich besser benehmen kann und anscheinend ein stabilerer Zuschauer ist. Weil diese Zeit, wie lange der irgendwie da war, macht in dem Fall halt nicht so viel Sinn. Und das ist das gleiche wie auf dem Server. Du kannst nicht einem Spieler, der auf dem Server länger spielt, du kannst ihn nicht benachteiligen. Ich stell dir mal vor, es kommt jetzt jemand auf deinen Server, der komplett neu ist auf dem Server, der hat vorher 5 Jahre RP gemacht, der größte RP und der geht auf den Server und er sieht, der hat eine Situation mit irgendeinem Unterstützer und beide kriegen Strafen und der eine kriegt mehr als der andere. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Obwohl der eine eigentlich Mehrwert ist, rein theoretisch. Nee, das machen wir auch nicht. Nein, ich meine nur. Hast du das Beispiel aber verstanden, was ich meine? Nee, ich hab's verstanden. Wenn mich Leute Streams snipen und die haben mich am Anfang ja offensichtlich Streamstrack quasi, die blauen. Da war ja alles cool, da habe ich ja Toleranz gesagt. Aber der Moment, wo der Faden bei mir gerissen ist, als die am Ende so getan haben, als würden die nicht Streamstrapen. Ja, oder dieses Undercover, du bist an der Startermission an den Bäumen und durch Zufall wollen die auch irgendwie Bäume fällen dann, ne? Ja, dieses Undercover ist etwas, das ist das eigentlich das, was mich auch tatsächlich nervt, so. Streamzeiten so, kann man mit arbeiten, so. Aber die Undercover sind tatsächlich auch diejenigen, die RP am meisten kaputt machen, ne? Ja, vor allem ist das auch einfach unangenehm. Ich wollte aber abschließend auch nochmal was sagen, also, weil du das ja angesprochen hast, ich habe ja hier gerade ein bisschen zugehört, mehr oder weniger, mit diesem nicht gewachsen, also ich denke, da müssen wir auch einfach jetzt ganz klar sagen, also das war jetzt so unsere erste Erfahrung mit einem, ja, relativ großen Streamer, wie es ja bei dir ist, 1000 Zuschauer, und da muss ich jetzt auch einfach sagen, ich denke, dass das hat uns heute einfach gezeigt, das bringt's vielleicht aktuell einfach nicht. Was wir zum Beispiel nicht mitgekriegt haben, das Metagaming mit dem Slash Crosshair zum Beispiel, das haben wir alles gar nicht mitgekriegt, weil wir damit beschäftigt waren, andere Leute zu bannen, die da mit ihrem Motorrad rumgefahren sind. Allein da im No Clip rumzufliegen und die ganzen Leute, die da mit dem Startermotorrad halt um die Ecke kamen, zu finden, ne? Weil da kam ja einer nach dem anderen, also die kamen ja wie die Fliegen. Zweitens Onkel, erinnert euch an die Worte, ich muss jetzt nicht wiederholen. Das ist das Ding, das ist eine große Verantwortung, die du da trägst. Gehst du das Risiko ein, bist du der felsenfesten Überzeugung, dass deine eigenen Spieler nicht metern werden? Sind es Leute, die gut genug RP-Ding haben? Bist du der Meinung, meine Spieler sind krass, die würden niemals metern? Bist du der Meinung, meine Spieler werden von den Stream-Snipern nicht beeinflusst? Wir kriegen das gut genug hin? Ja, wurden wir jetzt ja vom Gegenteil überzeugt. Ne? Aber dann darfst du dich nicht bei mir beschweren oder bei jedem anderen, der drauf kommt. Dann ist es deine eigene Verantwortung, wenn du dann verkackst. Nee, über dich beschwert sich keiner, auf keinen Fall. Ihr vielleicht nicht, aber 99,9% der Server, wie der Kevin, der Hampelmann aus Paid Life damals, wieder angekrochen zu mir kommt und mich dafür verraten wollte ich mal. Und selber zu blöd ja, jetzt ist einfach. Jetzt sind halt so 13-Jährige, ne? Und dann muss ich ihn wieder anschreien, damit er wieder zur Besinnung kommt. Du
sowas, keine Ahnung, deine Community ist sowieso unfähig, Digga. Du musst selber mal nachdenken, warum du auf jeden Server gebannt wirst, Digga. Weil deine Community sind die Personen, die einfach jagen dich, Bruder. Du machst mal jetzt halblang, Digga. Deine Community ist einfach schmutz, Digga. Die streamst halt dich und RDM hier. Nein, Bruder. Nein, das ist deine Community, Digga. Du kannst deine Community verdanken, warum du nichts so zocken kannst, Digga. Weil deine Community einfach schmutz ist, Digga. Ist deine Mutter! Das wollen wir doch nicht! Willst du deine Mutter f***en? Komm mal runter jetzt, Kevin! Schrei nicht rum, Mann, du Fischer, Mann! Wer bist du, Mann? Sonst f*** ich deine Mutter! Ja, im Nachhinein fragt man sich immer, wo es klingert. Ja, das stimmt. Ja, das Ding ist halt, das sind halt oft auch kleine Kinder teilweise, ne? Hat mich gefreut, ich finde euch beide korrekt und so. Macht euer Ding, so. Ich gebe euch meine Empfehlung an euch. Ich denke, ihr seid aktuell dieser Sache nicht gewachsen, so, das so hinzubekommen. Ich glaube, ihr habt auch nicht genug Support dafür, ich weiß es nicht. Ich denke nicht, dass ihr das hinbekommen könntet. Aktuell sage ich, die offen und ehrlich hat uns ja heute gezeigt, also, dauert da vielleicht auch einen Ticken zu lange. Wie gesagt, jetzt wollen wir relativ schnell die Whitelist online nehmen. Da vielleicht, also da bin ich der Überzeugung, dass man das da gebacken kriegt. Weil da halt diese ganzen Fliegen weg sind, aber so jetzt macht das für dich, glaube ich, keinen Spaß und du wirst da nicht gutes RP jetzt gerade spielen können. Macht da einfach euer Ding weiter so, wenn ihr sagt, irgendwann, ihr seid der Sache gewachsen und ihr habt die Whitelist drin. Join einfach in meinen Discord rein und schreibt mir ein Ticket und dann komme ich auf den Server drauf, wenn ihr Bock habt. 10 Admins waren gefühlt über dir. Ja, oder kann sein, dass vielleicht viele Admins in meiner Nähe waren, aber es geht einfach nur darum, dass die Leute einfach nicht sowas gewöhnt sind. Du kannst ja nicht einfach... Wie soll ich erklären? Es ist einfach so, ein Basketballspieler könnte nicht Fußball spielen, ne? Ein Basketballspieler ist ja dafür gemacht, dass er 15 Minuten lang seinen Sprint macht, hinher und danach seine Pause hat. Fußball ist ja dann wieder mal was ganz anderes. Da musst du durchgehend 45 Minuten danach wieder... Ich meine damit, dass der Server ja quasi generell mit Bann beschäftigt ist, aber das eine ist das andere. Und das andere ist nochmal das andere. Ein Basketballspieler kennt kein Fußballspieler und Fußballspieler kennt kein Basketballspieler. Das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Und diese Admins sind diese Sachen nicht gewöhnt. Die sind andere Sachen gewöhnt. Denn sagen wir mal so, zum Beispiel Fußballspielen gewöhnt. Jetzt kommt das Basketballspiel und die kriegen das nicht gebacken. Es ist komplett ein anderes Schema. Die müssen komplett anders machen. Anders, schneller agieren, schneller tippen, schneller bannen und so weiter. Was sie ja nicht gewöhnt sind. Und dann sind die überfordert und dann verkacken die komplett und dann liegen die da und dann haben die keine Kraft mehr. Verstehst du? Ja, stimmt schon. Ich wünsche euch viel Glück, Jungs, ihr seid korrekt, hat mich gefreut und so. Macht keinen Wesen, entbannt wenigstens sich diese Leute, lasst sie wenigstens mal für ein paar Wochen gebannt, damit die mal davon lernen und nicht, weil ich jetzt nicht da wäre und ich davon nichts mitbekomme. Der Rest ist einfach nur aus Menschlichkeit, weil die verdienen es ja auch, ne? Ein bisschen Bann zu bekommen für ein paar Wochen. Nee, wir entbannen hier nicht, alles klar. Ja gut, ich will euch nicht länger aufhalten, Jungs, das Gespräch hat mich gefreut. Jo, bis dann, ja. Tschüss. Ciao.